haben es schon gehört, im Naturmuseum St. Gallen, da gibt es ein altes Archiv, wo die ganzen Mäuse aufbewahrt werden. Und da schauen wir jetzt gerade mal rein, was sie da schon so alles gefunden haben oder was schon alles zu ihnen gebracht worden ist. Das ist da der Schrank, der hat jede Art seine Schublade. Wenn man zum Beispiel schaut, Hermelin, der ist noch leer. Da haben wir noch nichts bekommen, was brauchbar war. Aber Sie wissen, der müsste es da eigentlich? Irgendwann gibt es auch Belege. Beim Mauswisseli haben wir ein paar Belege von einem Wissenschaftler, der mal vor ein paar Jahren eine Arbeit darüber gemacht hat. Da haben wir die Belege bekommen von ihm. Dann haben wir eine Schublade mit unbestimmten Spitzmausarten, die man nur über die DNA bestimmen kann. Das ist zum Teil noch nicht bei allen gemacht worden, darum sind sie noch unbestimmt. Da hat es ja auch ein Skelett zum Teil. Genau, das Skelett habe ich von denen aufbewahrt, wo die Haut nicht gut war. Da habe ich den Schädel, aber mindestens pro Art ein Skelett, dass man dann später bei den Eulengewöhnen noch Knochen vergleichen kann. Und dann haben wir Schabrackenspitzmaus, die sind genetisch bestimmt. Und zu verwechseln ähnlich mit der Waldspitzmaus. Vielleicht können wir den einzigen, können wir auch einen geben, dann können wir den Unterschied zeigen. Es gibt keinen Unterschied. Es gibt optisch keinen Unterschied. Das wäre jetzt, wenn Sie den finden, dann gebe ich Ihnen eine Flasche Champagner. Gut, also Sie sind gleich. Aber genetisch kann man den Unterschied bestimmen. Nur genetisch. Und dann bei der Alpenspitzmaus, das ist eigentlich eine häufige Spitzmaus von den Alpen, aber weil dort oben niemand Katzen haltet und die uns bringt, haben wir erst einen Beleg bis jetzt. Aber die ist wesentlich häufiger, nur einfach für uns nicht so zugänglich. Dann haben Sie ja auch noch andere Tiere, genau. Genau, dann haben wir bei den Schläfern, das sind auch kleine Säuger, das ist jetzt der Siebenschläfer. Das sind jetzt aus der Region auch wieder Katzenopfer. Weil die natürlich herzig sind, rufen die Leute an und sagen, die Katze hat einen Siebenschläfer gebracht, brauchst du ihn? Und dann haben wir den dankend entgegen. Und das macht schon etwas aus, ob das Tier herzig ist oder nicht, dass die Leute anrufen. Was empfinden denn die Leute als weniger herzig? Jetzt eine Ratte oder einfach eine normale Maus? Nein, Ratte. Da musste ich den Wildhüter darum beten, mir mal eine Ratte zu bringen, dass wir einfach eine haben, auch zum Vergleichen, zum mal zeigen an Vorträgen. Da gibt es zwei Arten in der Schweiz. Das ist jetzt die Wanderratte, die häufigste. Gibt es die noch viel bei uns? Die Wanderratte ist natürlich ein Kulturfolger, die lebt in der Stadt, in den Kanälen, am See entlang. Die ist also sehr häufig, also danach auch die Pest. Auch die riesige Ratte, die wir jetzt gesehen haben, die gibt es bei uns am See. Genau, ja. Und das ist jetzt die seltenere Hausratte, die kommt im Tessin noch regelmässig vor. Und die hat gerne warme, trockene Orte. Die ist durch die Art, wie der Mensch heute lebt, im Norden der Alpen verschwunden. Die braucht noch so Kastanienlager und sonst offene Kornlager und das ist bei uns weg. Welches ist denn jetzt die häufigste Maus, die bei uns vorkommt? Die häufigste Maus, das ist über den ganzen Lebensraum her gesehen die Rötelmaus. Die lebt in den Wäldern, in den Hecken, Waldrand, in den Gärten, ist eine Art Wühlmaus, die auch über dem Boden vorkommt, also nicht nur reinwühlt. Und die kommt also in der ganzen Schweiz bis zu Baumgrenzen rauf sehr häufig vor. Ist auch eine wichtige Nahrung für Eulen und für Turmfalken und für Marder, Hermelin. Also ist eine der wichtigsten Beute und somit auch eine häufige Art. Vielleicht noch abschließend etwas Letztes zu der Maus, so ein bisschen die Rolle im Ökosystem. Was ist da die Funktion von der Maus? Eigentlich kommt die Maus auf die Welt, um gefressen zu werden. Sehr viele Tiere ernähren sich von Maus. Ringelnatter frisst Maus, Turmfalken, wie gesagt, Hermelin. Praktisch alle Eulen fressen Mäuse und darum ist sie eine sehr wichtige Nahrungsquelle für die ganzen Raubtiere. Ja, danke vielmals für den Einblick in den Mäusekasten vom Naturmuseum St. Gallen.